Der Grund für meine Fehlgeburten. Tja, ich habe da eine starke Vermutung und ich habe auch eine Gewissheit, dass hätte ich bestimmte Fragen nicht gestellt, ich wahrscheinlich nicht dahinter gekommen wäre und das wahrscheinlich auch normal passiert wäre. Wie ich da drauf gekommen bin und ja, was die Lösung daraus war, das möchte ich dir in diesem Video gerne mitgeben. Hey, wie schön, dass du da bist. Ich bin die Melissa und schreib mir doch mal in die Kommentare, ob du das auch schon mal erleben musstest, ne? Ob du auch schon mal eine Fehlgeburt hattest und gerne gewusst hättest, woran es lag. Also was ich vorab sagen muss, man kann es nicht immer hundertprozentig nachvollziehen. Das ist einfach so. Es geht ein Teil vom Kind aus, ja, wenn es zum Beispiel chromosomale Schädigungen gibt und der Körper einfach sagt, okay, das wäre nicht überlebensfähig, ich breche das ab. Oder auch wenn es Gründe vom Körper der Frau gibt, die da eine Rolle spielen. Manchmal werden Gründe aber auch gar nicht gefunden. Das muss ich direkt vorneweg sagen, aber was ich für mich herausgefunden habe, ist, wenn man bestimmte Fragen nicht stellt und auch nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt stellt, dann wird man auch keine Hinweise finden, was vielleicht der Grund sein könnte oder womit man das vielleicht auch vorbeugen könnte. Und ich selber habe ja zwei Fehlgeburten gehabt und damals nach der ersten hieß es immer, okay, das lag wahrscheinlich am Kind. Also wurde jetzt nicht weiter nachgeschaut oder untersucht oder sowas, aber ich habe mich damit auch zufrieden gegeben, ehrlich gesagt. Also für mich war das auch einfach, weil ich dann sagen konnte, okay, es lag halt nicht an mir. Also ich kann da eh nichts gegen tun, wenn das eh am Kind liegt. Und dann aber irgendwann, also nach der zweiten Fehlgeburt vor allem, habe ich gedacht, nee, also das kann ich schon wieder am Kind gelegen haben. Na, also klar, mit Sicherheit gibt es diese Möglichkeit und ich kenne auch keine Statistik jetzt. Ich kann ja jetzt keine statistischen Zahlen sagen, in wie vielen Fällen das am Kind lag oder an dieser chromosomalen oder genetischen Geschichte und dann in wie viel Prozent an den Frauen. Ich kann ja jetzt nur aus meiner Erfahrung berichten. Und da habe ich mich eben gefragt, nee, da muss es doch auch noch mehr Untersuchungen geben. Und da hieß es damals bei mir, nee, weitere Untersuchungen werden erst nach drei Fehlgeburten gemacht. Und das fand ich extrem erschreckend. Da habe ich gesagt, nee, ich mache das doch jetzt nicht nochmal, auf Verdacht. Also da muss doch irgendeine Möglichkeit geben, das vorher zu untersuchen. Und bei mir gab es schon einige Störfaktoren, die ich im Laufe der Zeit rausgefunden habe und für die ich auch Lösungen gefunden habe. Aber was ich glaube, was so ein ausschlaggebender Punkt war, war das Thema Gerinnungsstörung. Und dann habe ich mal so drüber nachgedacht, könnte das, also in meiner Recherche kam dann raus, okay, wenn man lange die Pille genommen hat, neigt man eher zu Thrombosen. Vor allem, wenn man eh schon so eine Veranlagung hat. Und dann habe ich mal drüber überlegt, okay, was sind jetzt so Indikatoren dafür, dass ich das haben könnte? Und dann habe ich rausgefunden oder mir nochmal überlegt, ich war mal lange auf dem Flug unterwegs, also in die USA, da fliegt man ja ein paar Stunden. Und hatte danach so einen Knubbel am Bein, also eine richtige Verhärtung, also so richtig wie so gelenkgroß, ein bisschen größer sogar noch. Und habe mir gedacht, naja, halt irgendwie so ein Knubbel. Es ist mir aber aufgefallen, direkt am Flug, da war der sogar noch größer. Ne? Wenn ich richtig drüber nachdenke, da war der sogar noch größer. Und dann habe ich mich da aber viel bewegt im Urlaub und bin dann wieder zurückgeflogen. Und das war immer noch nicht weg. Das tat auch weh, meine Beine taten irgendwie weh. Und dachte ich, nee, also, vielleicht sollte ich das mal untersuchen lassen. Das war aber so in meiner Jugend, als ich die Pille genommen habe zu der Zeit. Und dann war ich beim Arzt und dann hat er gesagt, naja, das ist eine Blutverhärtung, also eine Thrombose im Bein, das müssen wir rausschneiden. Okay, dachte ich mir, alles klar. Und dann bin ich wieder nach Hause und dann war diese ambulante OP für eine Woche später angesetzt. Und wie von Wunderhand war das aber vorher, also Tag vorher, vor diesem Termin, war das wieder verschwunden. Auf einmal alles wieder weich. Das gibt es nicht. Ich beim Arzt angerufen und gesagt, hier, das ist wieder weg. Und dann sagten die, ja, müssen sie auch nicht mehr kommen. Habe ich mir auch keine Gedanken weiter darüber gemacht. Ne? Wie alt war ich da? 16, 17 vielleicht. Und dann jetzt aber so in meiner Kinderwunschrecherche ist mir das aber wieder in den Sinn gekommen. Dachte ich, wenn ich schon durch längeres Sitzen eine Thrombose habe, beziehungsweise das Blut so arg gerinnt, vielleicht ist das ein Weg, wie ich herausfinden kann, dass ich sowas habe.
Und dann ist mir auch in den Sinn gekommen, na gut, ich habe auch extrem oft blaue Flecke und weiß gar nicht warum. Also ich habe mich jetzt nicht irgendwo bewusst gestoßen, sondern ich bin irgendwo, habe irgendwie diese blauen Flecke. Da musst du dich mal reinversetzen. Ne? Du hattest zwei Fehlgeburten und die Ärzte sagen dir, nee, wir machen keine weiteren Untersuchungen. Ne? Schilddrüse haben sie untersucht. Sie sind gesund, sie machen Sport, sie ernähren sich gut. Ja. Wenn sie nochmal eine Fehlgeburt haben, dann können sie wiederkommen. Geht gar nicht. Und dann habe ich nochmal überlegt, okay, was kann ich jetzt machen? Habe, wie gesagt, diese Thrombose ist mir in den Sinn gekommen, diese blauen Flecken, die ich ständig hatte, sind mir in den Sinn gekommen. Und dass, wenn ich meine Verletzung hatte, dass die Ärzte immer erstaunt waren, wie schnell das Blut gerinnt. Also, dass ich gar nicht so viel Blutverlust habe. So, dann bin ich eigeninitiativ, habe ich mir eine Überweisung zum Gerinnungsspezialisten geholt und ich habe Gott sei Dank das Glück, dass in meiner Nähe ein Professor ist, der auf diesem Gebiet ja schon ein Experte ist. Er ist ein Gerinnungsspezialist, der sitzt bei uns hier in der Klinik und hat da eine eigene Praxis und hat auch viel so mit Kinderwunsch zu tun. Und da bin ich hin und habe das untersuchen lassen. Und dann kam auch tatsächlich was raus. Dann hat der aber gesagt, das lassen wir jetzt aber nochmal untersuchen, weil es kann sein, dass das durch äußere Einflüsse beeinflusst wurde, dieses Testergebnis. Da hat mich dann auch gefragt, ob ich Aspirin oder irgendwas genommen habe, irgendwas in dergleichen. Oder ich habe zum Beispiel früher auch oft dieses Schmerzmittel genommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt nennen darf, aber es war also auf jeden Fall dieses Gel, was man sich so bei Rückenschmerzen und so weiter draufschmieren kann. Also das habe ich auch oft genommen. Hat er gefragt, ob ich das genommen habe. Hab ich gesagt, eigentlich nicht, aber ich habe es schon häufiger mal genommen. Dann sagt er, okay, wir warten jetzt noch mal 3 Wochen und dann machen wir den Test nochmal. Dann haben wir den Test nochmal gemacht und das hat sich bestätigt. Dann hat er mir erklärt, okay, Sie haben eine Gerinnungsstörung und das beeinflusst tatsächlich auch die Schwangerschaft. Also da wird die Gebärmutter nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt und dann ist es auch klar, dass dieser Embryo sich nicht weiterentwickeln kann, wenn der Körper sagt, okay, ich kriege da keine Nährstoffe hin. Das Kind kann sich nicht entwickeln. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, ins Kind, hätte ich da mich jetzt nochmal gewartet, das wäre doch bestimmt nochmal passiert, wenn das überhaupt vom Körper nicht möglich ist, eine Schwangerschaft ausreichend zu versorgen, dass sie sich auch über ein paar Wochen hinaus weiterentwickeln kann. Und daraufhin bekam ich dann die Empfehlung, direkt nach dem nächsten positiven Schwangerschaftstest ein bestimmtes Medikament zu spritzen, was eben diese Gerinnungsstörung hemmt. Dagegen war ich dann auch noch allergisch. Ich habe dann irgendwann so rote Flecken überall bekommen an der Einstichstelle, nachdem ich dann nochmal schwanger geworden bin und das dann auch direkt gespritzt habe. Und für mich war das Spritzen noch nie ein Problem, weil ich wusste ja, ich tue das für mein Kind. Na, das ist übrigens auch wichtig bei der Aufklärung. Viele kriegen so Medikamente oder diese hemmenden Medikamente und denken, die schädigen ihr Kind damit. Ne? Ich finde, da muss es auch noch ein bisschen mehr Aufklärung geben. Aber es ist ein anderes Thema. Und ja, dann habe ich das genommen, habe das gespritzt, war dann allergisch und hatte dann aber Gott sei Dank ja das Glück, dass dieser Spezialist sich extrem gut damit auskennt und mir dann eine Alternative verschrieben hat, die ich dann genommen habe. Und die Quintessenz ist, dass ich jetzt zwei gesunde Kinder habe, die ich sogar übertragen habe. Ja, also da war nie ein Problem mit der Gerinnung. Wir haben auch immer überprüft, ob die Durchblutung ordentlich ist. Ja, wenn man geht dann regelmäßig zum Gerinnungsspezialisten und so weiter. Und was ich damit sagen will, ist, man muss die Verantwortung übernehmen. Verlasst euch nicht immer auf alles. Lasst es untersuchen, holt euch eine Zweitmeinung ein. Geht selbstverantwortlich damit. Und es ist euer Körper und ihr habt das beste Körpergefühl dafür. Wenn ihr ein bestimmtes Gefühl habt, dass da irgendwas nicht stimmt, dann versucht den auf den Grund zu gehen. Versucht euch Spezialisten an Land zu holen. Und lest nicht nur davon, was alles passieren könnte. Klar, ist dann abschreckend und vielleicht ein Motivator. Also für mich war es das eher nicht, aber weil ich das selber erlebt habe. Aber sucht eher nach einer Lösung als nach dem Problem. Ja, und versucht Fragen zu finden. Versucht jemanden zu finden, der weiß, was Hinweise sein könnten und der auch die richtigen Fragen stellt, damit ihr die richtigen Fragen habt, damit ihr die richtigen Antworten bekommt. Ja, und wenn du für dich jetzt rausgefunden hast, okay, ich erkenne mich da irgendwie wieder, wenn du Fragen hast, schreib mir gerne und such dir einfach Spezialisten, die dir da bei dem Thema weiterhelfen können. Und schau einfach, dass du da in der Selbstverantwortung bleibst. Du brauchst dich überhaupt nicht verrückt machen mit irgendwelchen Dingen oder mit einer ewig langen Google-Suche, sondern versuch direkt einen Experten zu finden, der sich damit auskennt und auch valide Antworten liefern kann dazu. Und wenn du mehrere dieser Erfahrungsberichte hören möchtest oder auch Tipps und Tricks, wie du mit bestimmten Herausforderungen im Kinderwunsch umgehen kannst, dann abonniere sehr gerne den Kanal. Ich freue mich auf dich.
Denn ich gebe alles, was ich jetzt an meinen Erfahrungen selber gesammelt habe im Kinderwunsch, aber auch aus meinen Coachings hier auf dem YouTube-Kanal wieder, wo ich denke, okay, das könnte dir wirklich was bringen in deinem eigenen Kinderwunsch. Also, ich freue mich von dir zu hören und natürlich auch dich im nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut.